Die heilige Pharmakuh muss endlich mal geschlachtet werden. Alle Tabletten, Pillen, Tinkturen werden auf jede Empfehlung hin freigegeben. Die Apotheke ist der neue selbstverständliche Lebensmittelladen. Hol mir aus der Apotheke an der Ecke doch mal schnell Viertel und Heroin Nummer 4. Chanel, wenn nichts da ist, bringst du Methadon oder Adolfine, aber entscheiden und bestell mir auch gleich 200 Kapragon, halbes Kilo Valium. Sag dem Apotheker, er soll mal wieder Zero besorgen, ja? Und nimm die Kanne mit und lass die Salzsäure abfüllen, Hoffmann-Tropfen. Bring ein paar Kokapillen für die Nase und Blätter für die Mutter zum Grauen. Gehen auf in den neuen Volksapotheken, wo man sich aber ein Häschen Koks mit Chip auf den Traumzucker-Valium-Sandwich. Eine Apotheke zum grünen Krug zeigt die grüne Kraft, also Opium-Supersams-Performance. Jede Droge, jede, die wir in den Mund, Arsch oder sonst wo hineintun, so wie wir es bestimmen. Es tut mir gut, das ist der entscheidende Gedanke. Wie vor jedem Essen und Trinken, es tut mir gut. Nimmt man aber all die erwähnten Erdengeschenke, das Gift, mit schlechtem Gewissen, dann ist das Zeug plötzlich Zeug. Dreck, schädlich, gefährlich. Mit schlechtem Gewissen wird jedes Gift, jedes Geschenk wirklich genommen schlecht. Doch von 100 Leuten, die Drogen nehmen, tun es 90 mit schlechtem Gewissen. Das macht die Illegalität. Dazu das falsche Wissen, die diametral entgegengesetzte Aufklärung. Und natürlich ganz allgemein der Irrglaube über die Beschaffenheit des Menschen, seines Geistes, seines Körpers. Die völlig fehlende Information über den Tod. Über das ständige Kommen und Gehen auf der Erde. Wer den Tod nicht versteht, der soll schon mal gar keine Droge in sich hineinstopfen. Letzte Durchsage. Wir leben immer. Auch ohne Kopf. Sowas sollte man nicht glauben. Aber wissen. Sowas sollte man nicht glauben. Wissen.
Durchsage. Wir leben immer. Auch ohne Körper. Letzte Durchsage. Wir leben immer. Auch ohne Körper.